Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Ozark Mega S, zu einem weiteren Classic Food Review bei mir auf dem Kanal. Heute gibt es mal wieder was ja für den Geschmack, und zwar habe ich Getränke im Angebot für euch. Wie ihr am Titel erkannt habt, habe ich mich mal rangetraut an die Rapper-Marke von Bushido, denn Bushido hat einen eigenen Eistee rausgebracht, und zwar einmal den in der Sorte Granatapfel und einmal den in der Sorte Zitrone. Es gibt, glaube ich, noch einen dritten in der Sorte Pfirsich, den man trinken kann. Aber wie ihr mich kennt, ich bin kein Pfirsich-Fan. Also wenn wir dieses Thema aufmachen, Eistee, Pfirsich oder Zitrone, werde ich mich immer für Zitrone entscheiden. Wer Pfirsich mag, weiß nicht, leidet an Geschmacksverirrung. Aber wir werden das Ganze heute testen. Ich will euch erstmal zeigen, es handelt sich wie gesagt hierbei um ein Teegetränk. Teeaufguss aus schwarzem Tee mit Rohrzucker und natürlich entsprechenden Geschmackssorten. Der Granatapfel-Eistee, der hat einen Fruchtgehalt von 4,7%. Der von Zitrone hat sogar nur 2%. Also eigentlich ist es ein Teewasser mit Zucker und so ein bisschen Frucht. Aber ich möchte natürlich rausfinden, wie das Ganze so schmeckt. Und deswegen zeige ich euch das heute natürlich auch wieder im Detail. Wir werden zuerst heute den Zitronen-Eistee aufmachen und werden zuerst den kosten. Danach werden wir den Granatapfel-Eistee aufmachen und den kosten. Und dann, wie im Food-Review bei mir natürlich üblich, wird das Ganze natürlich auch bewertet. Ich kann euch jetzt vorweg sagen, das ist natürlich wieder so eine Merchandise-Geschichte, sage ich jetzt mal. Denn Bushido als Rapper ist ja bekannt. Es gibt ja auch von Knossi die Alge, ist ja eigentlich auch ein Merch-Getränk. Dann gibt es den Brattee und sonstige Sachen. Und jeder Rapper und jeder Musiker bringt ja heutzutage ein eigenes Gesöff-Produkt oder sonst was raus. Das gab es aber bei Kaufland im Angebot in der Aktion für 89 Cent. Hier sind insgesamt, ich muss nochmal kurz drauf gucken, sind es jetzt 0,5 oder 0,33? Ne, 500 Milliliter, weil, also das ist so eine Pappverpackung, wie ihr hier seht. Da muss man natürlich immer erstmal schauen, wie viel da drin ist. Also ein halber Liter jeweils an Getränk. Wir probieren das Ganze und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich habe mir jetzt zwei Gläser besorgt und wir fangen zuerst mit dem Zitronentee an. Da gucken wir mal, wie das Ganze so aussieht, und dann wird natürlich auch gekostet. Ja, sieht ganz okay aus farblich, ein bisschen schal, aber ansonsten, riechen tut er so ein bisschen eher nach Zitronensäure. Also kennt ihr dieses günstige Zitronat, was es so gibt, auch was man sich sonst in seinen, weiß ich nicht, in seiner Brause so nochmal zum Zitrone verstärken. Diese günstigen, kennt ihr diese, die so in dieser Zitronenplastikform sind? Ich weiß jetzt nicht, wie die Dinger heißen, ihr wisst schon, was ich meine. So riecht das so ein bisschen. Wir kosten mal. Ja, ja, geht so, sage ich jetzt mal. Dann nehmen wir mal den Granatapfeltee und gucken mal, wie der schmeckt. Und dann würde ich auch hier mal sagen, guten Durst. Ja, auch nur so lala. Ich muss sagen, also ihr seht es ja hier vielleicht ganz gut auch an dem, das Getränk ist gar nicht klar, das ist so schal. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt von dem Fruchtgehalt kommt. Ich meine, so 4% Fruchtanteil ist jetzt nicht so viel. Rest ist halt Wasser und Tee aufgebrüht. Aber naja, schmeckt ganz in Ordnung. Ja, ich selber trinke ja auch häufiger mal einen Tee, sage ich jetzt mal, und mache mir das auch zu Hause gerne mal gemütlich. Wir haben ja viele Teesorten bei uns auch in unserer Teebox drin. Haben wir auch letztes Jahr was geschenkt bekommen, auch von den Zuschauern, von euch zu Weihnachten etc. Die Mira auch ganz viel. Und ich muss sagen, also nach schwarzem Tee schmeckt das Ganze nicht. Es schmeckt zwar nach Teeaufguss, aber naja, ist jetzt nicht übermäßig berauschend. Für den Preis, wie gesagt, haben wir nicht ganz einen Euro pro halben Liter bezahlt. Finde ich, ist noch okay. Das Merchandise kriegt an dieser Stelle von mir 3,5 Ozark-Gesichter. Geschmacklich gesehen, muss ich aber sagen, überzeugt mich das Ganze nicht. Weder der Zitronentee noch der Granatapfeltee schmecken jetzt so, dass ich sagen würde, oh geil, Alter, davon gönne ich mir jetzt gleich mal mehrere Pakete. So, wie kennt ihr früher diese Pfanne-Eistee mit Kirschgeschmack und Rooibos und so?
auch extrem ungesund. Als Kind habe ich die extrem häufig getrunken und auch geliebt, weil die halt so süß waren. Und dann dachte man so, ah, man trinkt halt einen gesunden Tee. War auch alles verarsche. Aber geschmacklich gesehen muss ich auch sagen, sind das bei diesen beiden Sorten nicht mehr als drei Ozark-Gesichter. Ich muss sagen, ich finde es immer cool, wenn sich halt Leute aus der Musikindustrie oder generell ja halt mal Menschen mit dem Thema auch ja Getränke, Essen oder irgendwelche Merchandise-Sachen auseinandersetzen und sagen, hey, ich möchte meinen Fans irgendwie noch was Cooles so als Gadget geben, dass die sich daran erfreuen können. An so einem Getränk ist halt auch sehr, 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 sehr cool. Wobei man natürlich immer sagen muss, immer Getränke sind sehr, sehr billig herzustellen und da kann man die meiste Marge dran machen. Also da kriegt man den meisten Gewinn noch raus. Aber wenn ich jetzt beide Geschmackssorten nebeneinander so sehe, tendiere ich dann doch auch hier wieder eher zur Zitrone als zum Granatapfeltee. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Ganze ja noch nicht so lange auf dem Markt ist, ähnlich wie der Brattee und auch diese hier diese Energy Drinks von, wie heißt sie denn hier, Shirin David, ich weiß gar nicht hier, wie das Ding heißt, die sind ja erst so seit knapp einem Jahr auf dem Markt, die von Bushido jetzt auch ein bisschen länger als, ich glaube, 3 oder 4 Monate. Und ja, wenn man Fan ist, kann man sich das auf jeden Fall mal holen. Als Dauerverzehrempfehlung kann ich euch das aber nicht ans Herz legen. Abgesehen halt davon, muss ich aber sagen, ist wieder eine ganz coole Idee. Hat mich abgeholt und ich bin ja so ein bisschen so ein Werbeopfer, was dann sowas angeht. Hey, da ist was Neues dran, das wird angepriesen im Supermarkt, probier das doch mal aus. Dann bin ich natürlich auch am Start und probiere das halt auch mal aus. So habt ihr auch die Erfahrungswerte, wie mir das Ganze geschmeckt hat. Und ihr könnt euch natürlich selber ein Bild dazu machen, wenn ihr euch das Ganze auch mal selber zu Gemüte führen wollt und auch selber mal kosten wollt. Gesamt gesehen kriegt der Bushido-Eistee von mir dann auch nicht mehr als drei Ozark-Gesichter. Ist ganz coole Idee, schmeckt, naja, ist in Ordnung. Ob ich den jetzt wieder kaufen würde, ne, weiß ich auch nicht, glaube eher nicht. Wenn er vielleicht im Angebot wäre und ich sage, ich habe jetzt richtig Bock auf einen Zitroneneistee, würde ich mir den holen. Den Granatapfel, den verschmähe ich dann aber doch lieber. Ja, damit sind wir schon am Ende dieses Food Reviews angekommen. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr weitere Ideen habt für coole Produkte, Produktneuheiten und generell alles, was ich mal im Food Review zeigen soll, bewerten soll und auch mal geschmacklich austesten soll, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Das würde mich wahnsinnig unterstützen. Ansonsten, falls ihr noch keine Abonnenten seid, wisst ihr ja, gerne ein Abonnement da lassen, würde mich auch unterstützen und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach im nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Ozark. Ciao.